Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Simulator 21 und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, die heißt, auf geht's, Team, Verbinde, Rally, Spring. So, wir müssen eine Route erstellen zwischen Transit Terminal und Pine Beach. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir hier sind. Warte mal, wo ist Pine Beach? Wo muss das, das muss hier rum irgendwo sein, oder nicht? Indigo Hill. Transit Terminal und Pine Beach. Wie ist denn gerade hier? Achso, Pine Beach heißt die Haltestelle. Ne? Santa Clara Avenue, Yosemite Street. Santa Clara Avenue. Wo ist denn das Transit Terminal? Das ist, hier, das ist ja hier, muss ja hier oben irgendwo sein. Terminal. Die Stufe. Kann ich die jetzt stellen? Warte mal, Transit. Wo ist es denn? Transit Terminal. Transit Terminal. Transit Terminal. Kann ich nicht? Transit Terminal. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich jetzt die. Wo ist denn Pine Beach? Pine Beach muss ja. Transit Terminal. Transit Terminal. Transit Terminal. Transit ja, aber. Terminal. Warte mal. Jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt muss ich gerade was gucken. Sea Viewpoint. So, warte mal. Crimson Point. Wo ist denn jetzt Pine Beach? Novak Academy. Hillside Stop. Seaview Beach. Slope Boulevard. Seaview Point. Warte. Transit. Mindestens eine Route. Transit Terminal Pine Street. Wo ist denn Pine Street? Oh, was ist das denn hier? Ich muss jetzt nicht jedes Mal. Ich muss jetzt nicht 100.000 Mal meine versuchen. Warte mal. Die Dings zu suchen. Bus Simulator 21 Pine Street. Wo sind die? Ich brauche keine Videos zu sehen. Ich will die Karte sehen. Wo zur Hölle ist die Pine Street? Das heißt, der hat sein Video mittendrin angefangen. Das nervt mich gerade. Wo ist die scheiß Pine Street? Baker Park, Southwest Tara, West Tara, West Taraval Street, Uloa Street. Wenn ich mal suche. Das Schöne wäre jetzt, wenn ich jetzt suchen könnte, glaube ich. Street, Jefferson Street, Darcy Avenue, King Street. Da ist die Pine Street. In Valley Spring. Okay, gut zu wissen. Dann ist sie doch. Route erstellen. Ich brauche nicht jede. Main Avenue. Highlander Park Church. Transit Terminal. Nimitz and Third.
Kann ich die hier aufbauen? Die ist ja schon auf 4. Jetzt muss ich gerade gucken. Das ist 37. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine Routen wählen, weil ich muss ja jetzt von Transit Terminal muss ich jetzt wieder Minimum eine Route hier wegnehmen. Habe ich die irgendwie mit drin? Ich würde sehr gerne. Ist die da irgendwo drin, die Route? Transit Terminal, dann nehme ich die hier mit raus. Die Route 17, ja. Weil da kann ich nämlich die Pine Street. Kann ich die Pine Street. South Folsom Street. King Street. South Folsom Street. Valley Spring High School. Valley Spring High School. Pine Street. Pine Street. Pine Street? Warte mal. Route wählen. Quatsch, Route wählen. Route erstellen. North Folsom Street. Pine Street. Nehmen wir die Pine Street. Pine Street. Und da nehmen wir Terminal. Ja, wie kann ich hier Route erstellen? Matcher Middle School. Pine Street. North Folsom Street. North Pine Street. Ach so, warte mal. Hä? Also, nochmal Route erstellen. Silver Park West, Jefferson Street, Clay Street, North Folsom Street, Pine Street, North Folsom Street, Chinatown's Transit Terminal. So. Eine funktionierende Route, was mich verarschen jetzt? Transit Terminal, 4th Avenue. Okay, das hätte klappen können, hätte man versuchen können. Pine Street, North Folsom Street, Clay Street. South Stockton Street, Jefferson Street. Dann nehmen wir die hier oben. Transit Terminal. East, so, Street. Aufgabe gelöst. So, jetzt müssen wir die zwischen 14 und 19 Uhr fahren. Das hätten wir gerade aktuell nicht. Ich habe da so noch ein bisschen Zeit. Ich werde mir zwei Busse schnappen und die mit der Stadium aus anpassen. Und über die Werbung hier mal weg. Ist das die Stadium-Werbung? Ja, hier. Also. Nochmal anpassen. Mein Aussehen. Vollverklebung. Die nehmen wir raus. So, nehmen wir die komplett raus. Dann nehmen wir die Werbung. Ach ja, sowas. Genau. Werbung. Warte mal. In Ausstattung? Nein. Mein Aussehen. Vollverklärung. Da. So, Werbung. Stadium. Änderung übernehmen. Jo. So. Fahrzeug wechseln. Anpassen. Mein Aussehen, Vollverklebung, raus. So. Werbung. Änderung übernehmen. So. So, Mission geschafft. Eine Route zwischen 14 und 19 Uhr, das müssen wir dann machen. Ich werde deswegen eine Bus-Stadium-Werbung. Das heißt, wir müssen den Bus mit Stadium-Werbung nehmen. Warte mal, Valley Spring ist ja das, was wir gerade freigeschaltet haben, ne? Pine ja, Street. Genau. Dann fahren wir die Route mit dem Bus der Route 28. So. Route wählen. Nein, Quatsch, wir müssen Zeit verspulen. Zwischen 14 und 19 Uhr hat er ja gesagt. Brauchen wir.
So, dann hüpfen wir kurz. Nehmen wir die Route. Route 36. Warum auch immer. Spring. Hey, Spring. Highlander Park. Ach so, das ist die, ja. Okay. Nee, alles gut. So, dann nehmen wir den als Vollzeitfahrzeug. Der Route 28. Und dann fahren wir die Route noch. Ich hoffe, das ist der richtige Bus jetzt auch. So, Chef, ich muss Chef ran. Der Bus gehört dir. Ja, das ist doch meiner. Geh mal weg da jetzt. Das war Chef ran. An Steuer. Dankeschön. So, wir sind ja eh schon ein bisschen dran, ne? Warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Ob das die richtige Werbung überhaupt an dem Bus ist. Weil nicht, dass ich dann irgendwie was. Ja, ist es. Sehr gut. Perfekt. So. Mit ein bisschen Vorbereitungsarbeit haben wir natürlich jetzt die Mission vor uns. Ich bewusst. Ich stehe voll an der Kreuzung. Wo ist denn der Fahrgast hier? Da bist du. So, jetzt habe ich, dass da genug Leute stehen zum Einsteigen und Aussteigen. Natürlich stehen jetzt wieder zig viele Autos vor mir. Ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele Leute da jetzt stehen. Wir brauchen keine Zufriedenheit. Wir müssen einfach die Route noch fahren. Und jetzt hoffe ich, dass wir 12 Leute, also dass da viele Leute aus- und einsteigen, dass wir die 12 Leute in einem Rutsch zusammenkriegen. Oh, Alter. Bleib doch, ich würde da noch ein bisschen stehen bleiben. Manche Gespräche, die man im Bus so mitbekommt, sind echt verrückt. Die sind aber natürlich auch interessant. Wie gesagt, ich bin selbst Busfahrer, ich weiß, wovon ich rede. Also wie so eine blitzige Aktion hast du dann zig Minuten Verspätung, weil da halt, wie gesagt, die Leute unbedingt da. Warum steht ihr da alle auf der Straße rum? Ich habe in der letzten Folge schon einen gehabt, der mir unbedingt auf die Straße stehen musste. Man hört sie mich so schon so ein bisschen, dass das Stadion hier auf jeden Fall in der Nähe ist. Und man wisst ja auch das. Na gut, jetzt ist klar. Jetzt müssen wir anhalten. Warte mal, ich mach mal mein Fenster auf. Meine frische Luft reinkriegen. Ich bin nämlich auch hier mal die Fahrer gerne mit offenem Fenster. Sowohl im Auto als auch im Bus. Ein paar Leute. Ist jetzt aber noch keiner an Halt. Oh ja, das könnte klappen. Das sind viele. Das heißt, wir brauchen ja Minimum 12 Leute.
Ah, so ein schöner Tag. Einfache Fahrt, bitte. Gesundheit. Ich habe schon gesehen, dass einer da liegt. Wirklich. Ich brauche einfach. Normale Fahrkarte, Wochenkarte. So, mal kurz hin. Waren das keine 12 Leute? North Folsom Street. 10. 2 Leute zu wenig. Es waren ja 2 Leute zu wenig, die mir die mir tatsächlich die Mission versaut. Alles kriegen wir schon. Ansonsten fahre ich doch eine kurze Route. Die müssen sie ja durchfahren. Ich wünschte, ich hätte heute Urlaub. Ja, du hast Fahrrad, komm. Unbedingt die neue Folge von Spring of Affection sehen. Steht gar keiner. Wir verdienen jetzt mittlerweile auch schon fast 100.000 pro Folge. Pro Zahltag. Das soll nicht einer, wenn der Toilette noch irgendwie ausgestiegen wäre, also, dann wäre super gewesen. Dann hätte man nämlich die Mission wahrscheinlich sogar relativ zeitnah mit einer Route hinkriegen können. Das sind immer die besten Missionen. Und ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht, wie weit wir noch haben. Also, wie gesagt, ich finde im Internet keine Missionsliste für das Spiel, wo ich sagen kann, okay, da kannst du mal nachgucken, so und so weit bist du gerade, so und so viel hast du noch. Und wir sind ja auch schon bei 42 Folgen oder so mittlerweile. Jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken, weil jetzt ist nämlich die Straße verdammt eng. Wir fahren ja immer noch einen Gelenkbus. Wie ich gerade ein bisschen am liebsten, wenn ich gerade auch am liebsten irgendwo fahre, oder wenn ich einmal einfahre, ist sehr, sehr gerne, aber Mercedes auch. Obwohl ich tatsächlich auf Job einen Setra fahre. Aber, naja. Immerhin habe ich damals Führerschein gemacht. Lang. Ich muss jetzt immer da rechts gleich, ne? Ich sitze mal nicht rüber komplett. Also wir müssen da raus, okay. Dann fehlt uns da mindestens das eine Viertel noch. Ich habe die Straße da rechts verlassen. Warum soll ich den Weg gar nicht setzen? Ich hatte stundenlang einen Ohrwurm von All Directions Love Bug. Jetzt ist er weg. Dafür ist es hey, hey, hey. So, nächste Haltestelle ist der Transit Terminal. Und da starten wir dann unsere Route auch wieder. Das heißt, wir können eigentlich direkt, wenn der weniger schon wieder komplett anschließen. Weil wir müssen ja die Leute hin und her bringen. Und deswegen machen wir das auch Ganze. Dann kriegen wir sowieso beide auch in einen Rutsch hin.
So, liebe Leute, nächste Haltestelle ist Hamburg Terminal und dann ist Ende im Gelände mit der Route. Rechts hoch. Für Winter of Passion kommt jetzt die lang erwartete Nachfolgeserie Spring of Affection. Das ist großartig. Sonntag. Nur 72.000, okay. So, es fehlt jetzt noch die 12 Fahrgäste von und nach Pein. Okay. Soll ich das mal da noch was mitnehmen? So, jetzt müsste der eigentlich nicht umstellen. Genau. Genau. Könnte umgestellt werden, die. Ich weiß, die Terminal kann ich umstellen oder was? Nehmen wir sie mit. Jetzt kann man nämlich noch eine Route dazu packen. Wir müssen nämlich jetzt auf die andere Seite von dem Transit Terminal, damit man nach Pine Beach. Fahren jetzt zu Pine Street so rum, ist das richtig. Die stand jetzt gerade hier, jetzt müssen wir nämlich hier hin. So, jetzt haben wir das ganze Ding zurück. Und dann hoffe ich, dass wir die Mission haben. Es fehlt, glaube ich, noch diese eine Mission. Ne? Ja. Nur noch diese eine, zwei Leute da, die brauchen wir an der Haltestelle und dann haben wir es. Die Mission auch abgeschlossen. Daran ist es nämlich jetzt gescheitert. Das, was wir hier jetzt in einem Rutsch hinkriegen können. Wir könnten mal wieder Bus verkaufen, ja. Da werde ich auch einen Vollzeitbus. Da habe ich auch einen Vollzeitbus drauf auf der Route. So. Die schöne Gegend hier auf jeden Fall. Sehr schöne Ecke. Gefällt mir sehr gut, die man hat. Ist jetzt natürlich nicht grafisch, das gibt's nicht. Übelste Meisterwerk, aber es ist halt. Es macht halt Spaß, doch. Jetzt muss ich gerade gucken, wie lange wir müssen. Hier runter, ne? Oder? Ja. Das war natürlich jetzt clever gemacht, aber. Ja, passt, genau. Doch noch rechtzeitig gemerkt. Lustig. Hier sollte man nicht zu schnell runterkommen, weil sonst kann das ganz, ganz böse enden. Da klebst du nämlich schon in der Mauer. So, jetzt fahren wir zurück zur Pine Street und die zwei Leute da mit und dann sind wir eigentlich auch durch.
Wir sind ja offiziell gerade sogar auf Fahrplan, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Es ist eine andere Route jetzt nur. Es ist eine Schleifenroute, genau. Wie gesagt, ich hoffe, dass da Minimum jetzt zwei Leute stehen. Ich wundere, dass am Transit Terminal keiner steht. Dann. Danke, Chef. Einlassen. Das war natürlich super. Das ist ja mal, das geht schon. Oder? Können wir mal rum? Ja, passt. Da stehen ein paar. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Oder? Ist das richtig? Ist da. Ja, da stehen Leute. Das heißt, wir haben es geschafft, lieber Lavesen. Wir sind durch. Pine Street. Perfekter Spielzug. Mission geschafft. Spielbeginn. In letzter Zeit sind viele Touristen nach Angel Shores gereist. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich finde es großartig, dass Angel Shores neben kulturellen Angeboten auch Sport, Wissenschaft und reizvolle Naturlandschaften vorzuweisen hat. Einige Touristen kommen sogar eigens, um unsere Kirchen zu besichtigen. Wusstest du, dass es in Angel Shores seit langem die größte Sammlung an Heiligenbildern gibt? Insgesamt 82 verschiedene Heiligenbilder, davon 21 einheimische Heilige, die es nur in Angel Shores gibt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren die Menschen hier sehr abergläubisch. Einige der Heiligen verdanken ihre Existenz Gerüchten und wurden erfunden, um die Bewohner oder ihre Ernte zu schützen. Entschuldige, ich schweife wieder ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wäre großartig, diesen Touristen eine Route anzubieten, die sie an allen Kirchen unserer Stadt vorbeiführt. Ja, jetzt geht's schon wieder weiter mit der nächsten Mission. Die heißt nämlich die Heilige Strecke. Verbinde alle Kirchen mit einer touristenfreundlichen Route. Okay. Bediene eine Route, ja, die müssen wir fahren, ja, für 45 Minuten. Es gibt heute keine Fahrkartenkontrolle. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Heiligen Strecke. Bis dahin und wiedersehen beim Bus-Simulator 21.